Allianz Rentenversicherung zahlt mir meine Berufsunfähigkeitsrente nicht, obwohl ich voll erwerbsgemindert bin und einen entsprechenden Rentenbescheid von der DAV Bund habe. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe eine ganz interessante Anfrage reinbekommen zum Thema private BU-Rente. Unser Anfragender ist Erwerbsminderungsrentner, er bezieht eine volle EM-Rente, diese ist befristet, die wurde jetzt auch verlängert und er hat bei der Allianz Lebensversicherung einen Antrag auf die BU-Rente gestellt und diese gewährt ihm diese BU-Rente nicht, obwohl volle Erwerbsminderung vorliegt. Und jetzt fragt unser Mandant, wie kann das eigentlich sein? Es liegt doch volle Erwerbsminderung vor. Ich müsste doch eigentlich die Berufsunfähigkeitsrente auch bekommen, denn wenn ich voll erwerbsgemindert bin, dann bin ich doch auch berufsunfähig. Meine Damen und Herren, das ist an sich eine korrekte Logik. Aber wir haben hier zwei unterschiedliche Systeme. Wir haben einmal das System der gesetzlichen Rentenversicherung mit der Erwerbsminderungsrente. Diese wurde festgestellt. Das heißt also, es liegt Erwerbsminderung vor. Und wir haben hier ein privatrechtliches Unternehmen, mit denen Sie einen BU-Absicherungsvertrag haben. Und dieses System unterliegt ganz anderen Voraussetzungen in der Rentengewährung und als gegenüber der EM-Rente. Jetzt könnten Sie natürlich sagen, na ja, Rentenbescheid24.de hat ja vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren schon mal ein Video veröffentlicht oder einen Beitrag veröffentlicht auf Rentenbescheid24.de. Zum Thema Arbeitsgericht in Berlin hat eine Grundsatzentscheidung getroffen und hat gesagt, wenn gesetzliche Erwerbsminderungsrente vorliegt oder die Erwerbsminderung besteht, dann besteht auch also Anspruch auf eine Berufsunfähigkeitsrente. Ja, das war damals ein hochinteressantes Urteil vom Arbeitsgericht Berlin. Aber das Arbeitsgericht Berlin ist eben keine höchstrichterliche Instanz, sondern nur eine erstinstanzliche Entscheidung gewesen. Und es ist einfach so, so hat es auch der BGH, der Bundesgerichtshof, schon in verschiedenen Entscheidungen gesagt, ja, eine volle Erwerbsminderungsrente kann Indizwirkung haben, dass Berufsunfähigkeit vorliegt, muss aber nicht zwingend so sein, sondern die Entscheidung darüber, ob Berufsunfähigkeit vorliegt, trifft grundsätzlich immer ein medizinisches Gutachten, was die Berufsunfähigkeitsversicherung hier in diesem Fall die Allianz zu beauftragen hat. Im Kern kann man schon sagen, so haben wir es auch in unserer Berufserfahrung schon erlebt, dass wenn wir den EM-Rentenbescheid der gesetzlichen Rentenversicherung der Berufsunfähigkeitsversicherung zusenden, dass die dann relativ schnell gewähren. Aber es gibt auch Ausnahmen hier, zum Beispiel ich beziehe eine volle Erwerbsminderungsrente als Arbeitsmarktrente, bin aber in Wirklichkeit nur teilweise erwerbsgemindert. Dann stellt sich natürlich tatsächlich die Frage, habe ich dann auch per se Anspruch auf eine Berufsunfähigkeitsrente aus einer privaten Berufsunfähigkeitsversicherung? Da würde ich schon ein bisschen eher ins Zweifeln kommen. Aber im Grundsatz kann ich nur empfehlen, wenn Sie eine volle Erwerbsminderung haben, wenn Sie einen entsprechenden Rentenbescheid vorliegen haben, der sich aus medizinischen Gründen, der sich auf medizinische Gründe beruft, dann würde ich Ihnen empfehlen, auf jeden Fall diesen Rentenbescheid der Berufsunfähigkeitsversicherung zuzusenden. Aber gebunden ist die Versicherung diesen Bescheid grundsätzlich nicht. Sie kann ihre eigenen Ermittlungen anstellen und sie kann auch möglicherweise zu einem anderen Ergebnis kommen, auch wenn das an sich nach den Regelungen des Paragraphen 43 SGB VI in Bezug auf die Frage, wann volle Erwerbsminderung vorliegt, eigentlich unlogisch ist. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.